Kobold Maki an ehemals Tiere Natur selten sie seltsam kennt sie Orte die, seltsam kennt sie die Kobold Makis, da sie die Daedasius, sind eine Familie und Gattung der Primaten. Es sind kleine, nachtaktive, baumbewohnende Tiere, die auf den südostasiatischen Inseln verbreitet sind. Kennzeichen sind die stark vergrößerten Augen, der sehr bewegliche Hals und die verlängerten Hinterbeine, mit denen sie weite Sprünge durchführen können. Früher wurden sie zu den, heute Ysus GS Zyg UGG Cool CG OGISU Golden SG Golden Süd CLGY SGS GGY SOGI USUS G, IG verwandt und bilden mit diesen die Trockennasenaffen, Haplorhini. Derzeit sind 10 Arten bekannt. Koboldmakis sind sehr kleine Primaten. Sie erreichen eine Kopfrumpflänge von 9 bis 16 cm, der Schwanz ist mit 13 bis 28 cm nahezu doppelt so lang wie der Rumpf. Das Gewicht der meisten Arten liegt zwischen 90 und 130 Gramm, der Zwergkoboldmaki erreicht nur 60 Gramm, die schwersten Arten bis zu 160 Gramm. Das Fell ist kurz und seidig, es ist überwiegend grau gefärbt, kann aber von graubraun über rotbraun bis orangegelb variieren. Der Bauch ist meist etwas heller, oft weißlich oder hellgrau. Die Hände sind relativ groß, der Daumen ist nicht opponierbar. An den Unterseiten der Fingerspitzen befinden sich scheibenförmige Fingerballen. Die Hinterbeine sind stark verlängert, in Relation zur Körpergröße haben Koboldmakis die längsten Hinterbeine aller Primaten. Schien- und Wadenbein sind im unteren Bereich miteinander verwachsen, was der Stabilisierung des Sprunggelenks dient. Dieses ist so modifiziert, dass es fast nur Scharnierbewegungen, aber keine Rotation zulässt. Das Sprung- und das Fersenbein sind stark verlängert, von diesem speziellen Bau der Fußwurzel, Dasius, leitet sich auch der wissenschaftliche Name Dasius ab. Die zweite und die dritte Zehe tragen Krallen, die restlichen Finger und Zehen sind mit Nägeln versehen. Der lange Schwanz dient zum einen als Balanceorgan während der Sprünge. Zum anderen wird er zum Abstützen verwendet, wenn die Tiere sich in typischer senkrechter Haltung an einem schmalen Baumstamm festklammern. Das ist deshalb notwendig, weil der Daumen nicht opponierbar und die Großzehe relativ klein und schwach ist. Bei zumindest einer Art, dem Sundarkoboldmaki, befindet sich in der Mitte des Schwanzes an der Unterseite eine Papillarleistenhaut, die die Haftung am Baumstamm verbessert. Die Behaarung des Schwanzes ist je nach Art unterschiedlich, bei den meisten Arten befindet sich nur an der Schwanzspitze ein Haarbüschel, der Schwanz des Philippinen, Koboldmakis ist hingegen gänzlich unbehaart. Der Kopf wirkt aufgrund der kurzen Schnauze rundlich und sitzt auf einem sehr kurzen Hals. Dieser ist dank der modifizierten Halswirbel sehr rotationsfähig und in beide Richtungen umfasst 180 Grad drehbar. Koboldmakis haben relativ zur Körpergröße die größten Augen aller Säugetiere. Eins der Augapfel hat einen Durchmesser von rund 16 mm und ist damit größer als das Gehirn. Die Augen sitzen in Orbitaltrichtern, die ähnlich den Augenhöhlen der eigentlichen Affen gebaut sind. Die Ohren sind ebenfalls vergrößert, sie sind dünn, sehr beweglich und größtenteils unbehaart. Wie bei allen Trockennasenaffen weist die Nase keine Nasenspiegel auf, die Oberlippe ist ungespalten und beweglich. Die Zahnformel der Koboldmakis lautet I2-1C1-1P3-3M3-3, insgesamt also 34 Zähne. Einzigartig unter den Primaten ist, dass im Unterkiefer insgesamt nur 2 Schneidezähne vorhanden sind. Die mittleren oberen Schneidezähne sind groß, ebenso die Eckzähne. Die Backenzähne weisen spitze Höcker auf, auch die Schneidezähne sind zugespitzt. Insgesamt sind die Zähne an das Aufknacken harter Insektenpanzer angepasst. Verbreitung und Lebensraum bearbeiten Koboldmakis gehören zu den wenigen Primaten, die die Wallace-Linie zwischen Borneo und Sulawesi überschritten haben und auf beiden Inseln vorkommen. Koboldmakis bewohnen die südostasiatische Inselwelt. Ihr Verbreitungsgebiet umfasst das südliche Sumatra, Borneo, die südlichen Philippinen und die Insel Sulawesi jeweils samt vorgelagerter Inseln.
Anhand der Verbreitung lassen sich drei Artengruppen erkennen, die sich auch im Körperbau und im Verhalten teilweise voneinander unterscheiden: die Sunda-Gruppe auf Sumatra und Borneo, die Philippinen-Gruppe, beide mit jeweils nur einer Art, und die Sulawesi-Gruppe, mit den restlichen Arten, siehe auch innere Systematik. Koboldmakis sind neben den Makaken und den Menschen die einzigen Primaten.